Moin, herzlich willkommen hier zurück zur weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map Version 1.8 umgegrieben. Ja, der ist hier schon fertig. Das ist doch sehr schön. Wir sind dabei, automatisiert Raps vom Rinderhof transportieren zu lassen. Wo ich den hier wegfahre, wobei der hat eh keine, kaum noch Füllung. Ich habe hier also zwei Haferfelder ja gekauft, hier oben. Die habe ich eben gedüngt, damit die vernünftig Ertrag bringen. Jetzt fahren wir hier mal zurück zum Hof mit denen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Kann mir erstmal jemand sagen, was ich sagen wollte? Ne, kann mir keiner sagen. Achso. Ja, wir bringen also automatisiert. Wir haben ja gestern in der Nachmittagsfolge haben wir einen Cosplay-Kurs eingefahren, um vom Silo am Rinderhof Raps- und Speiseölproduktion zu bringen. Und ja, da ist gerade ein Transporter unterwegs, der uns mal die Speiseölproduktion vollfüllt. Was ja auch nicht so schlecht ist. Das Speiseöl brauchen wir jetzt für viele Sachen. Wir haben noch wieder ein bisschen Geld eingenommen, auch indem wir Käse verkauft haben. Ist nicht überragend viel. Ist nicht, dass wir jetzt reich werden und nie wieder arbeiten müssen deshalb. Wobei, ne, wenn ich jetzt echt 3 Millionen hätte, würde ich mir schon überlegen, ob ich dann noch zumindest in dem Umfang und dem Beruf arbeiten würde, den ich gerade ausübe. Obwohl er mir natürlich sehr viel Spaß macht. Aber dann würde ich mir schon überlegen, ob ich nicht was anderes mache. Auch wenn man jetzt sagt, 3 Millionen ist ja nicht viel, klar, 3 Millionen ist jede Menge Geld, das ist mehr, als ich je in meinem Leben haben werde, es sei denn, ich gewinne ein Lotto oder so. Da ich aber kein Lotto spiele, kann das auch nicht passieren. Nein, aber es ist aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, ey, wenn ich 3 Millionen auf dem Konto habe, dann kann ich aber voll auf die Kacke hauen und kann mir alles leisten. Stimmt natürlich nicht. Naja, auch dann muss man dann darauf achten, dass man das Geld vernünftig anlegt, dass man nicht auf einmal falsche Freunde hat, denke ich mal. Aber das ist auch alles nur Raten. Also ich habe nicht so viel Geld. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch nie so viel Geld haben. Ja, muss auch nicht. Ich bin auch so glücklich. Ja. So. Gesundheit finde ich wichtig. Familie finde ich wichtig. Das hat, dann geht es einem schon echt gut. So. Wir sind zurück am Hof. Gucken, ob ich den hier noch aufgefüllt kriege, ob wir schon wieder so viel Saatgut produziert haben. Wobei, wir haben ja auch da hinten noch im Saatgut-Silo, haben wir ja sonst auch noch was. Ups, steht noch gar nicht runter. Jetzt. Ja, ach, das sollte aber locker reichen. Witzig, ne? Meine ganzen Sämaschinen, die stehen bei der Düngerproduktion und meine Düngerstreuer, die stehen bei der Saatgutproduktion. Wobei die ja nun sowieso direkt nebeneinander sind, daher ist es ja nicht so wild. Mal gucken, Felder. Was wir denn überhaupt haben und was wir noch brauchen. Hopfen und Hopfen. Hopfen habe ich diesmal gar nicht selber angepflanzt. Einfach nicht. Doch, Feld 4 natürlich. Ja, habe ich auch einiges angefangen. Oh, Feld 9 habe ich mit Weizen. Ganz viel Raps. Sonst habe ich nichts, ne?
ist das denn jetzt? Wieso habe ich auf Feld 1 nichts angepflanzt? Ja gut, ist nur eine andere Textur drauf, alles klar. Ja doch, passt. Ja. Welche Felder würden denn noch hier in unsere so, Raster passen? L3. Kostet. Kaufen wir auch noch. Erntereifen. Ja, so. Das auch. Da sind Sonnenblumen drauf und die Sonnenblumen waren auch schon erntereif, aber nichtsdestotrotz. Weg, weil ich in einem Tank gefangen bin. Das scheint ja zu funktionieren mit der automatischen Rapsbelieferung. Da ist er. Du musst nochmal los, tut mir ja leid. Aber du musst mir mal Feld 3 nochmal eben düngen. Nicht so schön. So, dann generier mal. Bitte schön. Du darfst einmal anfangen auszusäen. Zu dünnen. Das ist jetzt eigentlich ja schon vielleicht nichts mehr drin. Aber egal. Wir machen das trotzdem. So. Moment, als nächstes habe ich jetzt eigentlich schon drei von den Dingern. Ja, hier vorne. Will ich eigentlich gar nicht jetzt hier und haben. Eigentlich muss ich noch viel mehr haben. Aber fang ich erstmal hier mit an. Moin. Noch einer. Ja, naja, egal, hätte Fahrradkette, ne? Wie es so schön heißt.
Jurist bin ich nicht. Also nehmen wir den Konsequenzen. Machen wir hier rum. Ja, ich hätte über den Bahnhof abkürzen können, dann wäre ich hier vorne oben rausgekommen. Da hätte ich jetzt hier nicht ins Zickzack fahren müssen. Dann wäre ich hier angekommen. Ja, egal. Verloren. Malz haben wir gar nicht. Okay, dann haben wir mehr Paletten. Das heißt, mein Headset rutscht. Wenn es jetzt ein bisschen knickert und so, dann weil ich mein Headset neu aufsetzen muss. So. So. Jetzt muss ich hier schon wieder Bier rausholen. Geht ja hier auf keine Kuhhaut. Was gibt denn am meisten an Bier? Im Moment gibt es gar keinen. Gibt es gar nichts für Bier, ne? Da bin ich einfach nur durch. Sag mal. Bierfass bei Lidl. 9.149. Bierkasten auch bei Lidl. 9.204. Ja, egal. Egal. Kriegen wir jetzt alles zu Lidl. Nützt ja nichts. Produktion muss weitergehen. Geld muss fließen. Nein! Den Angefangenen wollte ich nicht. Mann! So ein Mist. Fasspaletten. Wie auch völliger Quatsch ist, ich habe bei Lidl noch nie nur 50 Liter Fassbier gesehen. Aber egal. Hier vorbei. Schalten das eben ab. Schalten es wieder an. Holen uns jetzt hier den Anhänger. Machen den auch noch voll. Und werden reich. Können uns noch ein Feld kaufen, wenn wir wollen. Dann. Also können wir sowieso eigentlich schon. Aber dann erst recht. Ja, ich weiß, es gibt nicht die Höchstpreise dafür, aber davon, dass das Bier hier nur rumsteht, wird es auch nicht besser. Und in diesem Sinne wird es jetzt einfach mal verkauft. So. Ab zu Lidl. Waren loswerden. Reich werden. Dürfte. Na, wie viele Paletten habe ich? Ein paar sind da vorne drauf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vorne sind 20 Paletten. Das heißt, das sind 100.000 Liter Bierfass.
Das sind alleine schon über 900.000. Ja, das sind locker 2 Millionen, was ich hier transportiere. Aber ganz locker. Ach, da steht ja noch der andere. Macht ja nichts. Wir haben ja diese coole Abladefunktion hier. Aber die kann ich da eigentlich auch gleich mal wegholen. Zack, so. Einmal zurück. Ja, liebe Leute, das soll es auch gewesen sein für Freitag. Hoch die Hände, Wochenende, wie man so schön sagt. Freitag ab 1 macht jeder seins. Ja, wie auch immer, ihr hattet bestimmt frei, die meisten von euch. Brückentag, ich auch. Ja. Morgen gibt es eine weitere Folge, morgen gibt es 2 Folgen, Sonntag gibt es 2 Folgen. Boah. Und dann am Montag wieder mal jeden Tag eine. Ja, ganz normal, ne? Wenn es euch gefallen hat, Kommentar, Like, Abo gerne da lassen. Und ja, kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meiner Homepage vorbei, friesenjung13. Und in diesem Sinne, sag ich mal ciao.